Die Feuerzeugkamera ist einfach zu bedienen und verfügt über HD-Auflösung. Eine Mini-LED kann aktiviert werden, zum Beispiel um den Nahbereich zu erhellen. Der Glimmdraht kann Zigaretten entzünden, die Tarnung ist also auch auf funktioneller Ebene gegeben. An der Unterseite befinden sich Kameralinse und Einschalter. Hier sehen Sie jetzt das Originalbild der Spionagekamera. Diese Powerbank verfügt über eine integrierte Kamera für diskrete Videoaufnahmen. Außerdem kann man bis zu 2 USB-Geräte daran laden. Das originelle Bedienkonzept verhindert, dass Unbefugte die Aufnahmefunktion entdecken. Hier sehen Sie nun das Videobild der Kamera. Die USB-Stick-Kamera zeichnet Fotos und Videos auf. Die Videoaufnahme kann dabei per Bewegungserkennung oder manuell erfolgen. Gespeichert wird auf MicroSD-Karte. Platzieren Sie die getarnte Kamera, wo Sie möchten. Zum Beispiel auch im Regal oder auf dem Schreibtisch. Hier sehen Sie nun ein Beispielvideo der getarnten Kamera. Willkommen zum Alonma-Tutorial für das Thermometer mit Uhr und Minikamera. Ein sehr unscheinbares Gerät. Man kann das ganz normal irgendwo hinstellen und es wirkt, als würde es eine ganz normale Uhr sein mit Thermometer, die Zeit angezeigt und der Luftdruck wird hier gemessen, die Temperatur angezeigt und das äußert sich hier in einem Symbol, eine Schätzung, wie das Wetter heute ist. Hier oben sehen wir das Datum und den Wochentag. Das Gerät sieht ganz normal aus, sehr unscheinbar, aber es befindet sich eben auch eine Kamera darin. Ich zeige jetzt erstmal, wie man das Gerät normal einstellt. Und zwar gibt es hier den Mode-Knopf. Hier wechsle ich zwischen Alarm, dem Datum und der Uhrzeit. Wenn man hier etwas verstellen möchte, drückt man auf Set längere Zeit. Dann kann man hier jetzt zum Beispiel vom 24-Stunden-Modus auf den 12-Modus umstellen. Kann hier an die Uhrzeit rangehen. Und wenn man fertig ist, drückt man auf Mode und das Ganze wird gespeichert. Ebenso verhält es sich mit allen anderen Modi, hier zum Beispiel der Alarm. Hier halte ich auch Mode, stelle den Alarm um und speichere mit Mode. Ein ganz normales Gerät, das auf den ersten Blick überhaupt nicht auffällt, aber hier drin befindet sich eine Minikamera. Wenn ich das Gerät nun umdrehe, komme ich hier an die Einstellung für die Minikamera. Dann nehme ich oben die Abdeckung ab. Hier sieht man, das Gerät war noch eingeschaltet. Hier ist der On-Off-Schalter. Das hier ist Aufnahme und Foto, also Video und Foto. Hier kann man zwischen HD und VGA umstellen, also die Qualität des Videos. Und im Überschreibungsmodus werden alle älteren Dateien auf der Karte überschrieben, sobald neuere Aufnahmen dazukommen. Hier steckt die MicroSD-Karte drin, die wird hier eingesetzt und die zeichnet das Material auf. Hier oben haben wir auch noch einen USB-Anschluss, wo das Gerät aufgeladen wird und über den PC können auch die Daten von der MicroSD-Karte ausgelesen werden. Wenn ich nun eine Aufnahme haben möchte, dann schalte ich das Gerät hier an, wenn es fertig eingestellt ist. Und hier beginnt die Aufzeichnung. Das ist der Recording-Modus. Gehe jetzt mit der Hand hier vorher. Dann wird die Bewegung registriert und das Gerät nimmt auf. Das gleiche gilt für den Fotomodus, den ich hier einstelle. Hier wird gerade ein Foto gemacht. Wenn ich hier jetzt wieder mit der Hand vorhergehe, wird das Foto aufgenommen, fertig.
Das Gerät ist nun aktiviert. Ich mache das Fach wieder zu und postiere das Gerät, um Daten aufzuzeichnen.